Ein herzliches Willkommen in die Runde. Ich freue mich, dass wir den Abschluss hier beim Medienforum mit Weida 2019 bilden und gleich ein bisschen mehr über Leitmedien in Ostdeutschland sprechen werden. Herr Dittrich, Sie haben unter anderem als freier Journalist für die Welt, den NDR und den Südwestfunk gearbeitet und sind, wie eben schon angesprochen, seit 5 Jahren der Vorsitzende der Bundesarbeitsgruppe Medienwirtschaftspolitik des Wirtschaftsrates der CDU. Um den Bereich, über den wir gleich etwas genauer sprechen möchten, abzustecken, die Frage an Sie: Wodurch werden Leitmedien hierzulande eigentlich charakterisiert? Oh, also Leitmedien werden zum einen charakterisiert dadurch, dass sie gar nicht national, sondern insbesondere in ihren jeweiligen regionalen Räumen eine Hauptfunktion, so steht es auch, glaube ich, in der medienwissenschaftlichen Begründung, eine Hauptfunktion in der Konstituierung gesellschaftlicher Kommunikationsprozesse führen und organisieren. Und das mag sozusagen in jeder Region ein anderes Leitmedium sein. Das ist sicherlich in Sachsen-Anhalt und Thüringen zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Mitteldeutsche Rundfunk MDR. In gleicher Funktion wäre das sozusagen im Norden der NDR oder aber in Bayern der Bayerische Rundfunk, oder im Printbereich ist das sicherlich sozusagen hier in der Region die Freie Presse oder die Dresdner Neuen Nachrichten, genauso wie die WAZ-Gruppe zum Beispiel in NRW. Es hat also sehr viel zu tun sozusagen mit der regionalen Bindung und Anbindung, die sozusagen ein bestimmtes Medium hat. Herr Novak, Sie sitzen seit 2014 für die CDU im Sächsischen Landtag, haben aber auch schon journalistische Erfahrungen gesammelt. Sie sind der Meinung, eben solche Medien fehlen in Ostdeutschland. Ihr Vorschlag: Wir holen die Tagesschau nach Leipzig und produzieren sie dort. Können Sie bitte noch mal erläutern, wie genau Sie auf diesen Gedanken gekommen sind? Na, die erste Reaktion, die ich damals bekommen habe, war: Das ist doch ein Wahlkampfgag. Ich habe das natürlich vor der Landtagswahl geäußert. Aber ich fand das nicht oder habe das nicht gemacht, weil ich in die Zeitung kommen wollte damit, sondern weil es mir tatsächlich ein Anliegen ist. Ich bin selber journalistisch tätig, seit ich 15 bin, habe also sehr früh angefangen, Radio zu machen und dann auch, bevor ich Politiker wurde, in dem Bereich gearbeitet. Und da ist mir schon aufgefallen, dass es insbesondere, wenn man also in Richtung Westdeutschland ostdeutsche Themen liefert, dass da immer bestimmte Bereiche gerne mal ausgespart werden oder andere lieber genommen werden. Und wenn man sich so die letzten 5 Jahre anguckt und sich auch mit Redakteuren unterhält, die also in den großen Redaktionen zuliefern, wie zum Beispiel für die Tagesschau, dann haben die es mit bestimmten Themen wie zum Beispiel Chemnitz sehr, sehr einfach und mit anderen Themen wie, was weiß ich, größere Wirtschaftsgeschichten oder eben auch das, dieser Bereich Kulturhauptstädte, das wird dann immer relativ schwierig. Und mein Ansatz dahinter oder mein Gedanke war, wenn wir eine Redaktion, die ein nationales Leitmedium ist, im Osten etablieren können, dann kommt nicht nur der Moderator, dann kommen auch die Redakteure, dann kommen die Techniker, dann kommt also ein ganzer Stab oder ist ein ganzer Stab, der dann natürlich auch in der Region wohnt und der dann mitbekommt, dass das eben nicht alles nur Dunkeldeutschland ist. Und das wird auch auf die Themenauswahl Einfluss haben, bin ich fest überzeugt. Das wird die Tagesschau vor 60 Jahren in Hamburg etabliert haben, ist ja auch kein Zufall. Das war damals britisch besetzte Zone nach dem Zweiten Weltkrieg. Pate war so ein bisschen die BBC. Das war zu der Zeit auch ein sehr ordentlicher Ansatz. Aber die Zeiten haben sich halt geändert und die Realitäten verändern sich. Und da denke ich, muss man dann auch mal neu drauf gucken. Vielen Dank. Frau Nims, Sie haben 5 Jahre lang als Reporterin für die Freie Presse in Chemnitz gearbeitet, sind dann 2015 zur Süddeutschen Zeitung gegangen und sind seit letztem Jahr zurück, um im Osten als Korrespondentin für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu schreiben. Das heißt, Sie kennen beide Seiten der Berichterstattung, sowohl Osten über Westen als auch Westen über Osten. Wie schätzen Sie diesen Unterschied ein? Ja, es ist nicht ganz so leicht zu beantworten. Die Frage ist natürlich ein großer Unterschied, ob man wie für eine Regionalzeitung schreibt, wie es die Freie Presse eine ist, die, glaube ich, 19 Lokalausgaben hat und wo man immer sehr nah dran ist an den Menschen und einfach andere Themen auch relevant sind als für ein, sag ich mal, bundesdeutsches Medium wie die Süddeutsche Zeitung, wo einfach die Auswahl ja viel härter ist. Natürlich gibt es einen anderen Blick, also unsere Hauptabonnentenzahl sitzt eben in München. Das heißt, man muss vielleicht das eine oder andere noch erklären, was man bei der Freien Presse ganz sicher nicht mehr erklären muss. Ich bin 2015 nach München gegangen, was natürlich
ein spannendes Jahr war. Also ich bin tatsächlich dann im Januar dahin und in Dresden marschierten 22.000 Leute bei Pegida mit. Ja, also das waren dann auch die ersten Einsätze tatsächlich. Die ersten Monate war ich sehr selten in München, sondern sehr oft im Osten. Und da gab es schon ein großes Interesse der Redaktion am Osten generell, obwohl es den Osten ja nicht gibt, also so als homogene Einheit und so weiter. Da konnte ich mich tatsächlich nicht beschweren, was allerdings auch mit dem Zeitpunkt zu tun haben wird, an dem ich da irgendwie angefangen habe. Ich habe es bei uns in der Redaktion tatsächlich immer als auch durchaus differenziertes Interesse an den Vorgängen dort erlebt. Also wenig Arroganz oder so, was immer gesagt wird oder dass immer nur Katastrophenberichterstattung ist. Klar gibt es Vorurteile, aber dafür sind wir ja jetzt sozusagen auch entsandt im Büro, dass wir damit so ein bisschen aufräumen. Ja. Herr Schlegel, Sie berichten vornehmlich über und für Ostdeutschland, zum einen bei Krautreporter und für die Zeit im Osten. Wie sehen Sie das mit der Berichterstattung? Ich glaube, wenn man als Ossi in einer ostdeutschen Stadt in den Supermarkt geht und ins Zeitungsregal guckt und sich mal die Leitmedien anguckt, die überregional erscheinen, dann stößt man da auf erstaunlich wenig ostdeutsche Themen. Also Süddeutsche Zeitung, die Zeit, wir alle bemühen uns und entsenden Reporter in den Osten und machen dort Büros auf. Aber wie viel von dieser ostdeutschen Berichterstattung es dann tatsächlich in den überregionalen Teil schafft, das ist ja immer noch mal eine andere Frage. Und das hat natürlich nicht nur damit zu tun, was sich die Redaktion so wünscht und vorstellt, sondern auch mit LeserInnen-Erwartungen. Und ich glaube, da ist in den letzten 30 Jahren relativ viel kaputt gegangen, da liegt seit 30 Jahren relativ viel im Argen. Da gibt es ein seltsames Bild vom Osten, was im Westen existiert. Das hat zum einen mit Katastrophenberichterstattung zu tun, wie gerade angesprochen. Ja, also die westdeutsche Reporterin fährt aus dem Fernsehstudio in Mainz dann nach Chemnitz, wenn dort der braune Mob tobt und nicht, wenn dort vielleicht ein Friedenspreis verliehen wird oder eine schöne Premiere in der Oper läuft. Es gibt also irgendwie ein Bild vom Osten, was skandalisiert ist und was ja viel von Klischees besetzt ist. Und diese Klischees kennen wir alle. Rechtsradikalismus ist wahrscheinlich das, was einem als erstes einfällt. Naja, und das führt natürlich dazu, dass die Redaktion nun nicht aus völlig freien Stücken anfangen kann, den Osten auf die Titelseite zu hieven und ihn als selbstverständlichen Teil des Landes einfach mal zu deklarieren, was er ja ist, sondern sie bewegt sich ja immer innerhalb dieser Lesererwartung, Leserinnenerwartung. Und ich finde, man sieht an den Leitmedien, wie eingeschränkt die ist. Und da zeichnet sich so ein bisschen das gesamtdeutsche Bild des Ostens ab. Jetzt kam hier kurz Zustimmung von der Seite, oder war es etwas anderes? Ich glaube, es ist zunächst mal auch eine Frage zu definieren, was man denn eigentlich will. Also wenn man redet über Leitmedien, dann ist die spannende Frage, meint man damit Medien, die sozusagen etwas von hier nach dort transportieren? Also sozusagen ein Leitmedium, das die richtigen, vermeintlich richtigen Nachrichten und Geschichten sozusagen in den Westen, sage ich jetzt mal, transportieren? Oder meint man als Leitmedium ein Medium, das hier sozusagen in der Bevölkerung anerkannt ist und meinungsbildend wirkt? Das sind zwei verschiedene Dinge unter Umständen. Was wir, ich sag mal, die These von Herrn Nowak zu sagen, jetzt lass mal die Tagesschau schön hier in Leipzig machen, die ist sozusagen, ich sage jetzt mal, unterstell das mal, am Ende nicht wirklich inhaltlich ernst gemeint, sondern zunächst mal so gemeint, dass damit eine Diskussion angestoßen werden soll. Sie ist natürlich nur, kann nur sehr schwer ernst gemeint sein, weil dann muss man auch mal übersetzen. Sagen, warum. Ja, das kann ich auch gerne sagen. Da muss man mal übersetzen, was ist denn eigentlich Tagesschau und Tagesthemen? Das ist okay, das dann sagen wir ARD aktuell. Ja, dann sagen wir mal ARD aktuell, finde ich in Ordnung. Da muss man übersetzen, was heißt ARD? ARD heißt Arbeitsgemeinschaft Rundfunkanstalten Deutschlands. Und was steckt in dem Wort Arbeitsgemeinschaft? Da steckt das Wort Arbeitsteilung. So, die ARD hat, und da ist der Mitteldeutsche Rundfunk Bestandteil und auch ein wesentlicher Zulieferer, hat sich sozusagen in bestimmten übergeordneten Funktionen und programmlichen Aufgaben arbeitsteilig aufgestellt. Da ist eben der NDR für die aktuelle Berichterstattung seit vielen Jahren und Jahrzehnten, im Übrigen mit immensen Investments zuständig, genauso wie der Mitteldeutsche Rundfunk heute für die Jugend- und Kinderprogramme in der Zulieferung zuständig ist, Beispiel Kinder.
Berliner Kanal oder der Bayerische Rundfunk zuständig ist für die Akquisition, Finanzierung von Sportrechten und großen Sportveranstaltungen, also zum Beispiel bei den Olympia-Übertragungen federführend ist. So gibt es eben eine arbeitsteilige Organisation innerhalb dieser Arbeitsgemeinschaft. Die wird man, selbst wenn man gerne möchte, so ohne weiteres sich auf den Kopf stellen können. Ich glaube auch, dass es darum in Wahrheit im Kern nicht geht. Es geht im Kern darum, dass sozusagen in den unterschiedlichen Redaktionen, auch die man sozusagen als meinungsbildend sozusagen bezeichnet in Deutschland, und das sind in Deutschland zuallererst, wenn man sich die Rankings anguckt, sozusagen bei der Zitierbarkeit, zuallererst die Bild-Zeitung, dann kommt die Süddeutsche Zeitung, dann kommt sozusagen die ARD, dann kommt irgendwann das ZDF, so, also sind die großen meinungsbildenden Flaggschiffe, dass es in Wahrheit dort darum geht, dass diese Redaktionen vermeintlich instand gesetzt werden, sagen, auch das wahrzunehmen, was sich vielleicht nicht an der Oberfläche nur anbietet. Und das hat sehr viel zu tun mit der Organisation von Korrespondentennetzen. Deswegen finde ich das gut, dass Sie sozusagen für die Süddeutsche Zeitung jetzt wieder hier in Ihrem Ursprungsgebiet sind. Und da gilt natürlich immer der Grundsatz, steter Tropfen höhlt den Stein. Denn man muss auf der anderen Seite auch sehen, das ist ja Medienwirtschaft, ist ja dann sozusagen ein Thema, das bei mir zu Hause ist. Die freie Presse gehört, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Medienunion. Die Medienunion ist in Wahrheit der Verlag der Rheinpfalz in Ludwigshafen. Die Dresdner Neue Nachrichten gehören zur Matzak-Gruppe in Hannover. Und so haben wir in Wahrheit nach der Wiedervereinigung im gesamten Ostdeutschland nur ganz, ganz wenige Zeitungen, die tatsächlich auch in den Händen ostdeutscher Eigentümer sind. Mehrheitlich in Wahrheit zu sagen, das ist eben historisch so gewachsen, das wird man auch nicht auf den Kopf stellen können. Was man aber tun kann, und das finde ich, ist etwas, was man von hier aus gut tun kann, was also die Hochschule tun kann und was Studierende gut tun können, für sich in ihren Umfeldern zu reklamieren, dass sich die Zusammensetzung in den Redaktionen ändern. Also geht raus in die Redaktionen, geht auch raus in die überregionalen Redaktionen, tut den Input dort rein, bevor man sozusagen den Versuch unternimmt, sozusagen die alle hierher zu holen, das wird sozusagen schon wirtschaftlich nicht gelingen, muss man sozusagen rausgehen und okkupiert diese Redaktion, bringt eure Inhalte dort ein, bringt sozusagen euer Land dort ein, dann werden wir sehr wahrscheinlich sehr viel mehr zu dem kommen, was ich hier so unterschwellig raushöre, nämlich, dass man sich benachteiligt fühlt in der Frage, ob sozusagen die Wirklichkeit, die sozusagen hier im Osten stattfindet, in den Leitmedien der Bundesrepublik insgesamt vorkommt. Naja, das wäre ja in den letzten 30 Jahren schon möglich gewesen. Und der Ansatz, den ich da mit ARD aktuell und dann eben zugespitzt auf Tagesschau, weil das nun mal die Marke ist, Klar. die von ARD aktuell am bekanntesten ist, formuliert habe, ist, oder beziehungsweise der Gedanke dahinter ist, der Chefredakteur von ARD aktuell sitzt eben nicht in Berlin, der sitzt nicht in München und auch nicht in Leipzig, er sitzt in Hamburg. Und alle leitenden Redakteure sitzen da auch. Und alle anderen Landesrundfunkanstalten leisten sich nicht mal mehr eine eigene Hauptnachrichtensendung. Die einzigen, die das machen, ist der MDR mit MDR aktuell um 19:30 und 21:45. Das heißt, der Rest kauft nur ein, beziehungsweise macht Regionalmagazine. Jetzt ist es natürlich so, dass beim NDR, was ja am ehesten noch vergleichbar ist mit dem MDR oder beim Westdeutschen Rundfunk, die Dinge sozusagen in den einzelnen Regionen stattfinden. Bei uns ist dann eben Sachsenspiegel, Sachsen-Anhalt heute und so weiter. Aber eine im gesamten Verbreitungsgebiet gesendete Nachrichtensendung leistet sich nur der MDR, alle anderen übernehmen die Tagesschau in ihrem dritten. Und ich glaube, dass es aus diesem Grund vielleicht bei MDR aktuell einen schärferen Blick auf die Dinge gibt aus dem Osten, aber natürlich senden die auch für den Osten. Mhm. Und die Tagesschau sendet eben für alle. Mhm. Und deswegen ist mein Ansatz, die Entscheider müssen dahin, wo die Dinge zu kurz kommen, in meinen Augen. Also einmal, entschuldige, wenn ich da kurz widerspreche, aber die anderen, der MDR ist nicht der Einzige. Also der Bayerische Rundfunk hat das Rundschau-Magazin. Ja, aber das ist Rundschau. Just für Bayern, ne? Also, nein, es ist aber eine überregionale Nachrichtensendung. Es ist keine bayerische Nachrichtensendung, es ist keine Lokalsendung, sondern das ist sozusagen das Übergang, das ist das bayerische Pendant zu Tagesschau und Tagesthemen. Wir haben etwas Ähnliches beim RBB, wir haben beim NDR solche Sendungen, die sind zum Teil inzwischen in unterschiedlichen Formaten gewandelt, aber die übernehmen eben nicht alle nur die Tagesschau. Das ist nicht ganz korrekt. Naja, als Nachrichtensendung schon, aber gut. Herr Schlegel, Sie hatten auch noch einen Einwand zum Thema historisch gewachsen. Ach so, ja, also mich hat das nur gestört, als Sie gerade sagten, geht doch raus und versucht mal euer Glück in den westdeutschen Redaktionen, so einfach ist es nun mal nicht. Ich glaube, man geht als Ossi mit ganz anderen Startbedingungen in diese Branche. Ja. Das kann eigentlich jede ostdeutsche Kollegin, jeder ostdeutsche Kollege Ihnen erzählen, dass es einfach verschiedene Gründe gibt, die einem letztlich irgendwie
eine gläserne Decke die Karriereleiter bauen oder einem auch ganz einfach den Mut nehmen. Ich rede davon so Sachen wie ostdeutsche Vorbilder, die einfach fehlen. Ja? Was gibt es denn für große ostdeutsche Journalisten, Journalistinnen, sind viele aus dem Westen, dann sage ich mal, es ist ein Beruf, da muss man durch viele unbezahlte Praktika gehen. Das kann man als Ossi vielleicht nicht unbedingt, weil ich vielleicht aus einem Elternhaus komme, wo nicht so, dass das Geld an den Bäumen hängt. Ja? Und eben auch dieses ganze Selbstverständnis von Karriere, das kriegt man, glaube ich, in westdeutschen Haushalten viel mehr gelernt als in ostdeutschen. Und deshalb ist es, glaube ich, nicht so einfach, wenn man sagt, geht doch einfach mal raus und macht. Also da sind eben auch Gründe in der Welt, die uns genau davon abhalten. Ja, und es hat dann handfeste Folgen. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, wenn jetzt Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen sind, dann sind das die Wahlen im Osten. Wenn zeitgleich Wahlen in Niedersachsen, in Hessen oder in Baden-Württemberg wären, dann sind das die Wahlen in Niedersachsen, in Hessen und in Baden-Württemberg und nicht die Wahlen im Westen. An diesen Stellen geht es dann schon los. Und deswegen glaube ich, da muss ein neues Bewusstsein her. Und das kann man nur schaffen, indem man die Leute vor Ort bringt. Herr Schlegel, gerade in Bezug auf die Zeit, gab es da einen besonderen Grund für Sie, weshalb Sie sich entschieden haben, im Osten für ein Westmedium zu arbeiten? Dass Sie vielleicht sagen, genau da muss ich ansetzen? Ja, also wenn man sich anguckt, dass eben die dominierenden Medien erstmal aus dem Westen kommen, die Süddeutsche Zeitung, die Zeit, die großen, die die hohe Reichweite haben, die eben auch im Westen Leute erreichen, dann muss man eben gucken, wo machen die Platz für ostdeutsche Berichterstattung. Und das finde ich dann ein ganz hervorragendes Projekt. Also man kann natürlich jetzt andersrum versuchen und versuchen, den Propheten zum Berg zu holen, also oder, den Berg zum Propheten oder so. Also man kann versuchen, die Medien aus dem Westen in den Osten zu holen, aber man kann natürlich auch so kleine Korrespondenzen aufmachen. Ich finde das eigentlich total charmant. Also manche sagen dann, man unterstellt dem Osten dann so eine gewisse Exotik und fast schon Kriegsberichterstattung aus Chemnitz von der Front. Aber ich finde das eigentlich charmant. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, du machst das schon länger. Ja, tatsächlich. Also ich fand das, was Sie gesagt haben, Herr Nowak, fand ich tatsächlich ein interessanter Punkt, der auch in diesem Jahr wirklich einfach wieder überdeutlich geworden ist, dass wir mit dem Osten wirklich in der Berichterstattung manchmal wirklich noch so einen inneren Orient haben. Ja? Also ich meine das durchaus in beide Richtungen. Ne? Also entweder ist überhaupt erstmal, dass von dem Osten die Rede ist. Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern und würde sagen, es ist ein ganz anderer Schnack als Sachsen. Ne? Also, und da muss man differenzieren und auch mit Blick auf Wahlergebnisse muss man da differenzieren. Gleichzeitig ist es so, dass das immer noch, also wir haben immer noch so die Sichtweise der 90er Jahre. Der Osten ist immer noch so der Hort der Abenteuer und auch ein Stück weit gefährlich. Ja, vor Chemnitz hat man es gesehen, vor dem Hintergrund, in dem Fall war es gefährlich, ist es, muss man halt auch benennen, wenn es hässlich wird. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch, das ist zum Beispiel eine These, die Zeit ganz gerne bedient, den Osten als Avantgarde eben. Also auch, wo sich, wir sehen es jetzt zum Beispiel bei so Initiativen wie Wir sind der Osten, wo sich junge Menschen zusammenschließen, um ein Gegenbild zu entwerfen. Mhm. Ja? Aber trotzdem ist die Leitfrage immer, warum ist der Osten anders? Oder überhaupt erstmal ist der Osten anders, die auf zwei völlig unterschiedliche Arten und Weisen versucht wird zu beantworten. Ich habe manchmal immer noch so sehr eine Sehnsucht danach, dass der Osten einfach sehr, sehr selbstverständlich in der Berichterstattung auftaucht. Eben, dass man meinetwegen, um eine größere Geschichte über Krankenhäuser zu illustrieren, eben einfach mal völlig selbstverständlich nach Chemnitz fährt, ohne immer gleich zu psychologisieren. Und das ist natürlich, ich bin davon nicht frei, ich mache das auch ständig in meiner Arbeit und in diesem Jahr ganz besonders. Aber ja, nach diesem Jahr habe ich tatsächlich wirklich den Wunsch, dass das einfach wieder selbstverständlicher wird und dass nicht meinetwegen Redaktionen, wir haben es bei der Taz gesehen, die haben eine ganze Redaktion nach Dresden geschickt und es ist zum Beispiel ein Experiment, was ich prinzipiell gut finde, aber was in dem Fall nicht so gut gelaufen ist. Es hieß dann, weil die Berichterstattung, das waren sehr wichtige, die Berichte, die kamen, waren sehr wichtig, jeder für sich genommen. Es ging aber hauptsächlich um Neonazis, muss man sagen. Es ging um rechte Gewalt und das ist natürlich ein großes Problem im Osten, aber eben nicht nur. Und wenn man für sich selber beansprucht, dass man den Osten in seiner Differenziertheit zeigt und die Menschen dort, dann muss man auch in der Themensetzung so ein bisschen drauf achten. Und das ist in dem Fall, glaube ich, nicht so gut gelungen. Und was natürlich im Osten tatsächlich immer wieder auffällt, ist einfach wie, und was wir Journalisten auch jeden Tag merken, ist, dass die Leute einfach sehr viel skeptischer sind, weil sie vorhin fragten nach Unterschieden. Wenn ich in Bayern irgendwo hingehe und sage, ich bin Süddeutsche Zeitung, dann umarmen einen die Leute fast. Ja? Also dann kommen sie an und sagen, oh, fantastisch, hab sie ein Abo, herrlich, ja. Wenn ich hier sage, Süddeutsche Zeitung, dann fragen die erstmal, sind sie erstmal wahnsinnig misstrauisch, warum, was wollen sie hier aus dem Süden? Die meisten wissen nicht mehr, was die Süddeutsche ist. Aber auch schon, als ich bei der Freien Presse war, waren die Leute unglaublich skeptisch gegenüber Journalisten und du musst immer erstmal
die Mauer, die zwischenmenschliche Mauer einreißen, sozusagen. Und ich habe mich immer gefragt, ist das wirklich so, dass das ein Überbleibsel aus DDR-Zeiten ist, wo sie mal gelernt haben, du brauchst echt nichts glauben, was in der Zeitung steht, ja? Freie Presse, Volksstimme früher, ja, es hört man immer noch, diesen Vorwurf, dass die Skepsis daher ruht oder ob die vielleicht auch daher ruht, dass die Leute ihre Lebenswelt in der Zeitung nicht so oft wiederfinden. Ja, ich glaube, also, das ist beides. Also erstens wird man das in 30 Jahren nicht los. Das geht auch über weitere Generationen, da gibt es auch entsprechende Studien. Auf der anderen Seite höre ich das als Politiker ja auch mittlerweile wieder, so nach dem Motto, das ist ja wie in der DDR. So, nein, in der DDR gab es kein Verwaltungsgericht, wo ich einen Staat sozusagen gerichtlich überprüfen lassen konnte. Und in der DDR konnte ich meine Meinung nicht frei äußern. Das kann ich heute, ohne dass ich aufs Dach kriege. Und das ist halt so ein Punkt, da ist sehr viel gefühlte Temperatur und auf der anderen Seite aber tatsächlich auch mangelnde Abbildung der eigenen Lebenswirklichkeit. Und ja, und ich glaube, dass... Ich habe mal gelernt, als ich im Lokaljournalismus volontiert habe, dass das braune Wasser in Mittweida, die Mittweida viel mehr interessiert als das braune Wasser in Burgstedt, wenn da irgendwie in der Wasserleitung was kaputt ist. So, und jetzt ist natürlich die Entwicklung der letzten Jahre sind dem nicht zugänglich. Ja. Die Bild zum Beispiel hat eine Redaktion nach der anderen zugemacht, hat das alles in Berlin konzentriert. Die Regionalberichterstattung dieses Leitmediums noch in den 90ern, da gab es eine 20-Mann-Redaktion in Leipzig oder in Dresden. Da sitzen jetzt noch 3 bis 5 Leute. Der Rest wird in Berlin gemacht und zentral layoutet. Das kann man ja alles machen, aber wie sollen denn die 3 bis 5 Leute sozusagen 600.000 Einwohner abbilden? Das sind halt so Sachen, wo die Verlage unter Druck kommen, aufgrund wirtschaftlicher Gegebenheiten. Und da wird es, glaube ich, auch spannend sein, wie das System insgesamt sich bewegt. Ja, wir reden ja momentan über diese etablierten Strukturen, dass im Öffentlich-Rechtlichen ein großes Beharrungsvermögen ruht. Das ist, glaube ich, unbestritten. Aber die Zeitungsverlage sind ja in einem Maße unter Druck, dass man auch darüber nachdenken muss, ob das ewig so weitergeht oder ob es nicht irgendwann mal so kommt wie beim Versandhandel. Im Versandhandel hatten wir 1990 3 große Unternehmen, Quelle, Neckermann und Otto. Davon sind heute 2 pleite. Der dritte krebelt irgendwie auf einem Niveau rum, was nicht wirklich wahrnehmbar ist. Und es ist ein neuer Player am Start mit einer neuen Technologie, der den Markt komplett beherrscht. Die Frage ist, ob nicht das in dem Medienbereich auch irgendwann kommt. Ja. Das sehe ich absolut genauso. Wir haben in Wahrheit einen Auflagenverfall der Deutschen Tageszeitung in den letzten 20 Jahren von etwas über 40%. 1998 wurden täglich noch, wenn ich es richtig im Kopf habe, 27 Millionen Tageszeitungen gedruckt. Heute sind es noch 13 Millionen. So, der Verfall geht sozusagen kontinuierlich vorwärts. Die deutschen Tageszeitungen verlieren im Moment pro Kalenderjahr etwa 600.000 an Auflage pro Tag. Das ist eine ganze Menge. Da ist ein massiver Umbruch, den wir zum Teil gar nicht so wahrnehmen, weil wir haptisch immer nur die eine Zeitung sehen, die wir selber in der Hand haben und lesen. Aber das ist schon ein dramatischer Verfall. Und daraus folgt auch die Konsequenz, dass in der Tat die Zeitungsverlage natürlich durchgängig alle erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten haben. Daraus erwächst ein Konzentrationsprozess, den wir in dem Bereich auch sehr deutlich ablesen können. Aber es gibt sozusagen auch durchaus eine positive Komponente in der Entwicklung. Was wir so ein bisschen vergessen, auch in der Frage, wie sozusagen regionale Medien oder regionale Themen befördert werden können, da spielt das Internet heute eine sehr viel größere Rolle. Das Internet ist ja zwar auf der einen Seite das WWW, das World Wide Web, ist aber etwas zutiefst Lokales und Regionales, das dafür genutzt werden kann, wo sich in Wahrheit auch Journalismus von seinem Anspruch, von seiner ganzen Art der Produktion komplett verändert und verändert hat. Und das ist nach wie vor ein extrem dynamischer Prozess. Es gibt Zeitungsverlage, die diesen Weg ganz gut gehen. Die meisten allerdings kriegen das sozusagen nicht wirklich hin. Die meisten machen eine PDF. Das hat doch nichts damit zu tun, dass es so. Internet ist, sondern das ist Übersetzung von Print ins Digitale, dass man die digitalen Wirklichkeiten ja auch das, ich meine, das sehen wir ja hier auch sozusagen in der Ausbildung oder im Studium, dass sozusagen die Anforderungen, die ganze Technik, das ganze Handwerk des Journalismus eine völlig andere ist, wenn man sozusagen im Internet arbeitet. So, darin steckt aber eine große Chance, dass in Wahrheit auch das Thema Leitmedien, darüber reden wir ja, dass das Thema Leitmedien sich natürlich auch verändert. Das heißt, es wird in Wahrheit sehr viel kleinteiliger. Ich sag mal, ein bestimmter Blog oder eine bestimmte Medienproduktion, die relativ wenige Leute nur erreicht, kann gleichwohl für diese Community ein Leitmedium sein. Da stecken durchaus auch Chancen, dass man sozusagen das, was Sie reklamieren, dass wir
ich sage mal salopp, aus dem Osten nicht zum Zuge kommen, um unsere Themen zu medialisieren, sehr wohl über das Internet sehr viel stärker kann und dass nicht unbedingt die traditionellen Medien die Oberfläche sind, nach der man sich jetzt orientieren muss. Josa, wie sehen Sie das? Gerade auch im Hinblick auf Krautreporter vielleicht? Ja, Krautreporter ist ein tolles Experiment, bei dem ich leider aktuell nicht mehr dabei bin. Aber ja, das war genau der Ansatz. Das waren ein paar Leute aus Berlin, die sich sagten, Mensch, wenn ich mich bei meinen E-Mails einlogge, dann lese ich die gleichen Nachrichten, wie wenn ich auf STT oder Zeit Online oder und so weiter gehe. Und irgendwie verstehe ich die Leute, wenn sie sagen, die schreiben alle das Gleiche. Und jetzt probieren wir mal was anderes. Jetzt versuchen wir mal, der Leserin, dem Leser zu ermöglichen, selber in die Nachrichtenlage oder in die Nachrichtenwerdung einzugreifen. Natürlich weiß nicht jede Leserin, was sie lesen will. Ne? Also ich glaube, die wenigsten, oder die meisten würden wahrscheinlich sagen, sie wüssten es, aber die wenigsten könnten wirklich jetzt aus dem Hut zaubern eine Zeitung. Deshalb gibt es ja auch Journalisten, die das für sie tun und dafür bezahlt werden. Aber bei Krautreporter wird eben ganz intensiv nach Instrumenten gesucht, wie man die Leser nun dazu ermächtigt, ihren Anforderungen an Journalismus Ausdruck zu verleihen. Also zum Beispiel über Fragebögen, die dann so ganz fein ausgearbeitet sind und wo ganz, ganz viele Interessen, aber auch Meinungen abgefragt werden und am Schluss so ein total differenziertes Bild, der aktuell sind 12.000 Mitglieder, entsteht, anhand dessen man dann ganz wunderbar seine Themen planen kann. Und am Schluss findet gar nicht unbedingt jeder das wieder, was er am Anfang eingegeben hat, aber alle sind happy. Und ja, das finde ich total spannend. Also Krautreporter kann ich nicht nur jeder aufstrebenden Journalistin, jedem Journalisten empfehlen, mal reinzugucken, weil ich glaube, so funktioniert Journalismus der Zukunft. Es ist halt eine Frage auch von Leute ernst nehmen. Wir nehmen das in der Politik ja auch ähnlich wahr. Also wenn man früher so einen Flughafen gebaut hat, da gab es halt einen gesetzlich geregelten Beteiligungsprozess und das reicht heute nicht mehr. Das sieht man an Stuttgart 21 zum Beispiel, sondern man muss da neue Wege gehen und da ist ja gerade mein Ministerpräsident so ein bisschen auch unterwegs die letzten 18 Monate gewesen. Die haben uns die Bude eingerannt. Wir sind in allen 13 Landkreisen und kreisfreien Städten gewesen mit dieser Staatsregierungskommunikationsform, wo also mindestens ein Staatssekretär, wenn nicht sogar der Minister von jedem Haus dabei war. Die Leute sind gekommen und wenn wir das jetzt nächstes Jahr weitermachen, bin ich mir relativ sicher, werden sie wiederkommen. Und das sind halt so Sachen, da haben sich auch Kommunikationsbedürfnisse verändert, glaube ich. Also dieses Top-Down-Ding, das ist nicht mehr. Und das ist auch in vielen Redaktionen noch nicht angekommen, in meinen Augen. Passend zu dem, was Sie vorhin angesprochen haben, nämlich das Thema der Skepsis. Aus der aktuellen ARD-ZDF-Studie Massenkommunikation Trends 2019 geht hervor, dass in Ostdeutschland die öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramme in diesem Fall noch viel kritischer gesehen werden als aus Westdeutschland. Zum Beispiel im Punkt, dass sie zuverlässige oder glaubwürdige Informationen liefern, liegen sie 9% zurück und da in dem Punkt, dass sie hohe journalistische Qualität bieten, sogar 13%. Woran könnte das liegen? Ja, das ist ja so ein bisschen die Preisfrage, ne? Also das ist ja so ein ähnliches Ergebnis, was wir auch haben, wenn wir so zur Befragung zur Demokratie oder zum Glaube an die Demokratie machen. Da ist der Osten ja auch immer so ein bisschen skeptischer als der Westen. Keine Ahnung, also das Einzige, was wir ja machen, wir machen ja keine Studien, wir gehen halt raus und fragen die Leute und das ist einfach meine private Theorie, ist tatsächlich schon, dass dieses Misstrauen eben noch aus DDR-Zeiten herrührt. Es ist gerade im letzten Jahr tatsächlich auch massiv befeuert worden durch die AfD, das muss man auch mal sagen. Viele Leute informieren sich fast ausschließlich über Facebook. Also besonders, wenn man, sag ich mal, auf politische Meinungsbilder trifft, die eben, die dann am ehesten der AfD zuzurechnen sind oder noch weiter rechts draußen, dann frage ich tatsächlich immer mal, wo haben Sie das gehört, wo haben Sie das gelesen, wie informieren Sie sich? Also die Frage stelle ich einfach immer pro forma mit dazu und sehr, sehr häufig kommt die Antwort Facebook oder dann noch kruder, sag ich mal, oder das reicht bis der Honigmann sagt auf YouTube oder so. Also das, ne, das ist eben so, ich glaube, das, wie wir Nachrichten konsumieren, hat sich halt tatsächlich sehr verändert. Also früher war es so eine aktive Form von Nachrichtenaufnahme. Wir sind halt im besten Fall, auch das ist wahrscheinlich eine sehr westdeutsche Schilderung, zum Kiosk gegangen und haben gesagt, okay, wenn ich die Welt kaufe, kriege ich halt eben eine liberal-konservative Meinung, wenn ich die Taz kaufe, kriege ich eine linke Meinung,
Meinung, linksliberal ist Süddeutsche. Und ich habe mir das gekauft, was ich wollte, weil ich mich da abgeholt gefühlt habe oder wie auch immer. Und heute lesen ganz viele Leute, auch junge Leute, Nachrichten über solche Streams wie Facebook. Das sind der Algorithmus ist eine Blackbox. Ja. Der spült mir Dinge rein, von denen der Algorithmus glaubt, dass sie mir gefallen könnten. Und von manchen dieser Leute gucke ich mir mal die Timeline an, und wenn ich in diesem Deutschland leben müsste, was in dieser Timeline gespiegelt wird, dann hätte ich auch Angst rauszugehen. Ne? Also es führt dazu, dass wir, ich und mein Nachbar, wahrscheinlich in völlig unterschiedlichen Realitäten leben könnten, obwohl wir Tür an Tür leben. Also das ist immer so ein Punkt, der einem oft begegnet, aber ich habe da natürlich auch jetzt keine abschließende... Wobei das ist natürlich auch Online und Offline verschränken sich ja stärker. Insofern ist die Realität des Nachbarn offline zumindest mal immer noch dieselbe. Aber ich verstehe, in welche Richtung Sie das argumentieren. Ich glaube aber, dass das am Ende auch eine Frage ist von Sprache und auch eine Frage von eben wiederum, welche Themen kommen wie unter. Wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, wenn in Chemnitz der rechte Mob durch die Straßen läuft, dann sind das Nazis. Und wenn in Hamburg bei den G20-Protesten die Barrikaden brennen, sind es Aktivisten. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, dass man an der Stelle sprachlich unterscheidet. Wo haben Sie das gelesen? Und ich habe es nicht gelesen, es war in der Tagesschau zu hören. So, naja, von Aktivisten war da sicherlich nicht die Rede. Ja, also. Und das ist so ein Punkt, das ist das eine. Und das andere ist, die Medien haben ja nicht den mangelnden Erfolg, weil sie nicht das richtige Angebot haben im Zweifel. Also wenn mich nicht interessiert, was da drin steht, muss ich doch die Redaktion zuerst mal überlegen, warum das so ist. Stattdessen geht es jetzt los und wir holen 40 Millionen aus der Bundeskasse und finanzieren die Zeitungsausträger. Also das ist doch alles nicht zeitgemäß. Wobei es natürlich vielleicht auch zur Aufgabe des Staates gehört, seine Bürger mit Informationen zu versorgen, wenn der Zugang immer schwerer wird. Ja. Also wenn wir uns angucken, wie das Land ausdünnt, gerade im Osten, und eine Zeitungsausträgerin in einer Stunde nur 3 Zeitungen austrägt, dann würde ich mir aber wünschen, dass der Staat da eingreift, weil sonst sind die Leute da oben völlig abgeschnitten. Ja, aber ob das der Hintergrund ist, das lassen wir mal noch dahingestellt. Aber das wäre eigentlich Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ja? Also das ist doch der Punkt, Grundversorgung und die herzustellen. Und da liegt auch so einiges im Argen. Ja. Also da bin ich sozusagen bei Ihnen, das ist ja eins meiner Lieblingsthemen. Da habe ich auch viel Prügel bezogen, was sozusagen die Position des öffentlich-rechtlichen Rundfunks angeht. Ich will nur ein Beispiel nennen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland hat 124 private Tochtergesellschaften. Und ich frage mich ernsthaft, ob sozusagen aus öffentlich-rechtlichen Rundfunkgebühren oder heute Rundfunkbeiträgen sozusagen eine solche Krake finanziert werden muss. Ist aber in Wahrheit ein völlig anderes Thema. Ich finde schon sehr interessant, was Sie sagen. Ich glaube, es ist aber auch nicht nur das alleine. Es ist eben nicht nur, ich sag mal, so ein Medienbashing, was wir natürlich erleben, insbesondere auch von der AfD, nicht nur in Ostdeutschland, sondern insgesamt. Es hat sicherlich auch damit zu tun, dass falsche Themen gesetzt werden. Ich glaube nicht so sehr, dass es die falsche Sprache im Moment ist. Das ist mir fast ein bisschen zu haarspalterisch. Ich sehe aber eben halt auch, und das finde ich ist fast das Gefährlichste von allem, dass ich sozusagen in der Meinungsbildung, insbesondere junge Zielgruppen, sozusagen in ihren Selbstbestätigungsbubbles aufhalten. So, dass es gar nicht mehr darum geht, sich sozusagen tatsächlich mit anderen Meinungen oder anderen Standpunkten auseinanderzusetzen und die zur eigenen Meinungsbildung heranzuziehen, sondern dass man sich, egal ob in Facebook oder in welchen Foren auch immer, sozusagen nur noch dort befindet, wo man das, was man selber denkt und glaubt, sozusagen bestätigt wird. Und daraus entsteht in Wahrheit eine Parallelwelt oder anders gesagt, Wahrheit wird zur Lüge und Lüge wird zur Wahrheit. Das ist ein ganz gefährlicher Prozess, in dem wir uns sozusagen, ich sag mal, in der gesellschaftlichen Kommunikation insgesamt befinden. Den halte ich für sehr, sehr viel gefährlicher als viele andere Dinge mehr. Und darüber sollten wir uns Gedanken machen. Deswegen spielen solche Fragen, wenn man die dann so ein bisschen spröde daherkommen, wie Plattformregulierung, also medienrechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, eine deutlich größere Rolle. Wie kriegen wir sozusagen diese Problematik in den Griff? Weil sie trifft sozusagen alle politisch relevanten Kräfte, die unterwegs sind. Sie trifft aber auch eben alle Medienbetriebe, die heute da sind. Sie treffen uns als konkrete Journalisten oder Redakteure in Zeitungen. Und ich sag mal, seitdem wir sozusagen dieses Bashing des früheren Bundespräsidenten Wolf erlebt haben, wo in Wahrheit sich sozusagen eigendynamisch in Foren in Wahrheit entwickelt hat, jemanden komplett niederzumachen, ohne dass es dafür sozusagen eine hinreichende Substantiierung in den Fakten gab,
bis hin zu dem, was heute passiert. Das sind ganz gefährliche Entwicklungen, also Stichwort Lügenpresse und, wogegen man sich ja kaum zur Wehr setzen kann. Und das sind, glaube ich, auch für die Medienbetriebe völlig unabhängig, ob im Osten oder im Westen, ganz wichtige Themen für die Zukunft, um in Zukunft überleben zu können. Vielleicht muss man vielleicht an dem Punkt nochmal sagen, irgendwie, dass Kritik ja auch sehr wünschenswert ist. Irgendwie, also wenn wir immer von Skepsis reden oder Bashing oder so, ich finde das total wichtig, dass Leser oder Hörer oder wie auch immer oder Zuschauer uns auch sagen, was sie stört. Mhm. Und wenn ich erstmal höre, dass der Osten da kritischer ist, dann finde ich das nicht unbedingt sofort eine schlechte Nachricht. Das Problem ist selten nur formuliert, was denn gestört wird. Wenn man dann mal nachfragt, kommt nämlich dann relativ wenig an. Sondern das sind Pauschale, die da oben, wir hier unten, und diese Medienleute, und das ist die Lügenpresse, und denen kann man sowieso nicht glauben. Und mal einen basierten Fakt dann zu holen in diesen Diskussionen, den kriegt man dann immer nicht. Da muss man halt, ich meine, MDR macht es ja, ne? der lädt dann Leute ein und die laufen halt einfach mal einen Tag mit. Ich glaube, das müssen wir machen. Wir müssen die Redaktionsarbeit transparent machen. Zu freien Pressezeiten gab es, glaube ich, eine gläserne Redaktion, oft als im Lokalen und so weiter, konnten die Leute da hinkommen und sehen, wie wählen wir aus, wo ist der Unterschied zwischen einem Kommentar und einem Bericht, da fängt es manchmal schon an. Die Süddeutsche macht das auch mit dem Democracy Lab, wo wir halt hinfahren, auch jetzt in den Osten viel, ne? Wir waren in Erfurt und so. Und die Leute sind da sehr, sehr zugewandt und sehr offen und es sind teils kontroverse, aber immer sehr zielführende Diskussionen. Irgendwie. Aber ich glaube, das, was Josemania Schlegel vorhin gesagt hat, ist ein ganz relevanter Punkt. Wenn du deinen Nachbarn in deiner Redaktion findest oder in einer Redaktion oder einen quasi Nachbarn, dann ist das Bewusstsein, dazuzuhören und zum Vertrauen zu schöpfen, ein anderes, als wenn die versammelte Redaktionsleitung der relevanten Zeitung eben aus Hessen, Baden-Württemberg und Niedersachsen kommt. Und deswegen bleibt die Aufgabe, natürlich Leute in die Redaktionen zu bringen, sicherlich auch aus dem regionalen Bereich, und B, aber trotzdem auch die Redaktionen zu den Leuten zu bringen. Das finde ich interessant. Ich würde Sie gerne mal fragen, wie fänden Sie denn eine Ostquote in so ostdeutschen Redaktionen? Ich bin nicht so der Quotenfan, ehrlich gesagt. Aber, naja, okay, das entspricht Ihrer konservativen Ader. Nee, weil das Problem ist einfach, dass es dann natürlich dort auch Leute hinspült, die halt nur, weil sie da Ossi sind, reinkommen und vielleicht von der Qualifikation her nicht ganz so dabei. Aber ich habe mich auch, was das Thema Quote angeht, schon, also bin ich in einem Diskussionsprozess auch mit mir nahestehenden Menschen und befinde mich in einem Transformationsprozess, sagen wir mal so. Vielleicht ist das... Wir fragen Sie in 10 Jahren nochmal. Ja, gerne. Wie bitte? Wir fragen Sie in 10 Jahren nochmal. Ja, gucken wir mal. Herr Schlegel, wie ist denn Ihre Einstellung zur Quote? Ostquote? Mhm. Fänd ich super. Also überall und vielleicht auch nur auf Zeit. Aber das, worüber wir vorhin geredet haben, dass es eben an Vorbildern mangelt oder dass eben ein westdeutscher Chef bewiesenermaßen immer seine Buddies aus dem Westen zum Nachfolger ernennt und eben keinen Ossi und so weiter und so fort, die gläserne Decke. Vielleicht müsste man nur mal 10 Jahre lang eine Ossi-Quote einführen. Dann hätte man ein bisschen wie 60-40 Ostmusik oder deutsche Musik. Ja, und dann, also ja, aber ist doch wunderbar. Also, ne, ich bin auch die Franzosen machen das ja, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass sozusagen eine Quotierung da wirklich weiterhilft. Ich kenne wirklich super Quoten, die wir insbesondere im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch in den 70er, 80er Jahren nach politischen Farben eins links, eins rechts und einen runterfallen lassen. Da haben auch viele, die nicht ansatzweise die Befähigung hatten, dann auch Zugang gefunden zu tollen Jobs im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich glaube nicht, dass das ein Weg ist. Sicherlich ein Weg ist, zuzusehen, dass man auch in den ostdeutschen Medien, und da gibt es ja eine ganze Menge, ist ja nicht so, als gäbe es die hier nicht. Es gibt hier ohne Ende Tageszeitungen, auch wenn sie sozusagen meist in Besitz oder im Eigentum westdeutscher Konzerne, Medienkonzerne sind. Wir haben die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, wir haben die Plattformen, all das gibt es ja. Ja, so, aber Beispiel Matzak. Matzak macht die Seite 3 zu, die früher in Leipzig produziert wurde für LVZ und DNN, und das wird jetzt in Hannover gemacht. Und unterhalten sich mal mit den leitenden Leuten in der LVZ, was die für Probleme haben, auf die 3 jetzt auf das einmal regionale Themen zu kriegen. Das aber und da sind wir wieder bei diesem braunes Wasser hier und da. Ja, aber man entfremdet sich. Ja, aber wir dürfen 2 Dinge nicht miteinander verwechseln. Hier geht es nicht darum, die spannende Frage, wird jetzt der Osten benachteiligt, sondern hier geht es sozusagen um den ja schon dargestellten wirtschaftlichen Druck, unter dem die Zeitungsverlage stehen. Das machen die ja nicht, weil sie sozusagen, ich sag mal, den Osten fusionieren wollen. Das betrifft natürlich Rostock und Bremen und wo die sonst noch Außenredaktionen haben auch. Aber im Osten ist es eben besonders verheerend, weil hier diese Akzeptanz eben niedriger ist als woanders. Gerade wenn ich über Matzak rede,
oder wenn wir über Watzak reden, dann betrifft es eben auch Braunschweig oder es betrifft sozusagen Hameln oder keine Ahnung was für Regionalseiten. Ja, aber in Braunschweig ist die Akzeptanz des Mediums an sich, das haben wir ja gerade gehört und die Studie kenne ich auch, erheblich höher. Ich habe sie ja zitiert in meiner Tagesschau-Forderung. Also, und deswegen ist das im Osten dann nochmal katalysierend. Ja. Herr Schlegel, Sie wurden gerade unterbrochen, Sie dürfen das ausführen und dann gehen wir auch mal ab ins Publikum, also gerne nochmal zu Ende führen. Passt schon, ich wollte eigentlich nur sagen, dass die Realität nun mal vielleicht an manchen Stellen ungerecht ist, weil die, die am lautesten schreien oder am privilegiertesten sind, nun eben auch die meiste Wahrnehmung bekommen. Und deshalb finde ich auch Quoten sinnvoll, weil man dann eben dort, wo irgendwie Öffentlichkeit geschaffen wird, Gleichheit und Fairness herstellt. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Und das, was Sie gesagt haben, finde ich wunderbar. Also natürlich ist das Gefühl der Abgehängtheit im Osten größer und deshalb muss man da auch mehr entgegenwirken. Das würde ich sofort unterschreiben. Vielen Dank. Gerne. Wir öffnen die Fragerunde und es gab hier vorne auch schon eine Meldung. Pascal macht sich auf den Weg. Ja, hallo. Ich wollte mal fragen zu dem Stichwort Ostquote. Im Prinzip wollen wir eigentlich alle nur die Vereinigung und irgendwie diese Konnotation von Osten, Westen irgendwie wegkriegen. Da ist es doch auch Aufgabe der Medien, dort hinzukommen. Warum glaubt ihr, haben wir das bisher noch nicht geschafft? Also, vielleicht ganz kurz. Ich habe zwar gerade schon geredet, wolltest du? Nee, dann fangen Sie ruhig an, Herr Schlegel. Also ich finde überhaupt nicht, dass wir unbedingt weg müssen von Ost-West. Also ich finde ganz viele Ost-West-Unterschiede total toll und auf die kann man auch total stolz sein. Und ich glaube, es geht eher darum, dass man nicht alles gleich macht, sondern dass man eben das Bild des Ostens verändert. Und dazu braucht es eben ostdeutsche Player, die irgendwie bundesweite Reichweite erzeugen. Ja, und deshalb finde ich eine Ostquote großartig. Unter Richtern, meinetwegen Bundeswehrgenerälen. Ich glaube, es gibt nicht einen ostdeutschen Hochschulrektor. Das wird immer prominent angeführt. Das finde ich sehr schockierend. Ja, also gerne Widerrede. Ich höre so leichtes Aufstöhnen. Frau Nims, das haben sich alle irgendwie hinter der Kanzlerin versteckt. Und als Gauck Präsident war, haben wir jetzt auch noch einen ostdeutschen Präsidenten gehabt. Aber wieder, und dann war's das. Aber dass das natürlich nach unten durchdringen muss, das ist doch der Punkt. Sein. Und jetzt ist es natürlich so, Bayern und Niedersachsen, die sind jetzt auch nicht unbedingt mentalitätsähnlich. Aber die werden in einer anderen Beleuchtung dargestellt als eben diese Ost-West-Geschichte. Und ich glaube, an der Stelle muss man Unterschiede erstmal zulassen können, ohne dass man eben gleich das mit spitzen Fingern anfasst. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, wenn nur über den braunen Mob berichtet wird und nicht über die Kulturhauptstadtbewerbung von Chemnitz in Tagesschau und Tagesthemen, haben wir da ein Problem und Nachholbedarf. Ja. Erstmal müssen sie ja gewählt werden. Gut, nun ist wir es sind aber da dran. Nun ist es aber auch da so, dass das gar nicht so sehr nur die Frage derjenigen ist, die sag mal, am CVD-Tisch in Hamburg sitzen, sondern ARD aktuell unterhält bei jeder Landesrundfunkanstalt in der Regel eine eigene ARD aktuell-Redaktion. Mhm. Sind auch sehr begehrte Jobs, aus denen häufig auch Auslandskorrespondenten dann erwachsen. So, das heißt, hier an der Stelle kommt so eine ganz besondere Bedeutung und auch Aufgabenstellung natürlich der entsprechenden Redaktion beim Mitteldeutschen Rundfunk in Leipzig zu. Unterhalten sich mal mit den Planungsredakteuren dort. Und, die werden Ihnen Geschichten erzählen, da schlackern Ihnen die Hufe. Was die anbieten und was genommen wird und was gefordert wird. Ja, das ist aber natürlich immer das Problem der Tagesschau, ist im Übrigen wie jeder Tageszeitung, die Tagesschau hat nur 15 Minuten. Also das Heute-Journal zum Beispiel hat jetzt seine Sendelänge zum Beispiel deutlich erweitert und verlängert. Nicht zuletzt, um in Wahrheit längere Stücke zuzulassen und letztlich auch Themen, die bisher hinten runtergefallen sind, zeitlich tatsächlich auch noch reinzukriegen. Ja, und Peter Frey sagt ja auch, wir müssen in die ostdeutschen Länder gehen und wir müssen dort quasi wochenweise auch mal mehr oder weniger Buschfunk-Einsatz machen. Also da passiert schon was. Ja, was aber nicht genug. Was ich einen interessanten Punkt finde, weil Sie auch ausgeführt haben, dass die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in den ostdeutschen Bundesländern deutlich niedriger ist als in den westdeutschen. Und das hat neben dem Medienbashing nach meiner Erfahrung auch sehr viel damit zu tun, dass die Tradition im Umgang, im Konsum von öffentlich-rechtlichen Programmangeboten natürlich in den ostdeutschen Ländern bei weitem nicht so tradiert ist wie in den westdeutschen. Wir haben dort sozusagen salopp gesagt 60 Jahre länger öffentlich-rechtliche Tradition. Und wir haben natürlich auch in den ostdeutschen Bundesländern sicherlich nicht mehr in ihrer Generation, aber noch in ihrer Elterngeneration eine deutlich größere Skepsis gegenüber Medien insgesamt aus der Zeit der DDR. Das ist eine völlig natürliche Entwicklung. Die wird aber salopp gesagt natürlich auch ausgeschwitzt. Je natürlicher wir uns sozusagen oder Sie sich auch mit den Medien bewegen, sie akzeptieren, kritisch auch mit ihnen umgehen
umso akzeptierter werden diese Medien mit der Zeit auch. Insofern haben wir hier, wenn Sie so wollen, nach wie vor aus der Wiedervereinigung ein Transformationsproblem, das wir nach wie vor zu bewältigen haben und mit uns rumschieben. Und so verstehe ich ein Stück weit auch diese Diskussion. Sie ist in Wahrheit Ausfluss eines noch nicht abgeschlossenen Transformationsprozesses, den wir an dieser Stelle haben. Das ist sicherlich richtig. Und da kommt natürlich dazu, dafür können jetzt Medien und Journalisten weniger. Das ist eher ein politisches Problem, das im Einigungsvertrag ja mal geregelt war. Und dann gab es den Bundestagsbeschluss, wenn es neue Bundesinstitutionen gibt, dann gehen die in den Osten. Wir diskutieren immer noch darüber, ob dann jetzt mal das Bundesfernstraßenamt nach Leipzig kommt oder nicht. Das ist jetzt entschieden, aber am Beispiel Bundesgerichtshof etc. Und da ist natürlich so ein nationales Leitmedium, auch wenn es keine politische Einrichtung ist, trotzdem auch ein Beispiel oder ein Punkt, was gesellschaftlich wahrgenommen wird. Und wenn die, wie gesagt, eben alle im Westen sind, dann potenzieren sich solche Was Dinge. Was mich so ein bisschen wundert für jemanden, der selber Journalist ist, Herr Nowak, ist, dass Sie hier im Moment sozusagen in der Anforderung staatliche Institutionen, die sozusagen auch einer staatlichen oder parlamentarischen Entscheidungsfindung genügen, mit öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und Medienwirtschaftsbetrieben in einen Topf werfen, was die Anforderungen angeht. Das sind, wie man so schön sagt, die zweite, dritte und vierte Gewalt, die da unterwegs sind. Diese das muss man schon sozusagen voneinander diese trennen. Diese Trennung ist mir durchaus bewusst. Was ich Ihnen nur darstellen will an der Stelle ist, dass normale Leser, Konsument und Wähler diese Trennung nicht so sehr scharf vornimmt, sondern der sagt, das sind Institutionen öffentlichen Interesses, sage ich jetzt mal, und die finden alle in Westdeutschland statt. Und das ist der Punkt, auf den ich hinweisen will. Ich möchte mich an diesem Punkt noch etwas im Publikum umhören, weil ich glaube, das hat sehr gut zur Diskussion beigetragen. Und es gibt noch eine Frage dort oben. Ich finde, dass gerade Ost-West-Konflikt und immer wieder durch die Medien publiziert wird, immer wieder zum Thema gebracht wird. Dabei ist in meinen Augen dieser Konflikt gar nicht mehr so wirklich da, dass man diese Trennung immer wieder aufführt. Und die Frage ist, muss man diese Trennung wirklich so strikt führen die ganze Zeit? Also ich würde mal versuchen, darauf zu antworten. Was ich teile tatsächlich ist, so ein leichtes Unbehagen, wenn es um diesen Identitätsleer geht, der drüber gelegt wird teilweise. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, das gibt es sowohl in der einen Richtung als auch in der anderen Richtung mittlerweile. Eben jetzt haben wir mehrere Initiativen, die junge Ostdeutsche sichtbar machen wollen, die sich eben selbstbewusst hinstellen, ich bin Ossi, ich fremde damit auch, aber das ist meine persönliche Sache, weil ich eben glaube, dass das nur eine andere Seite der Medaille ist und auch eine Form von Identitätspolitik, aber einer positiven, und ich würde mir auch wünschen, dass es das nicht mehr braucht. Aber, und Sie haben es ja selber gesagt, beim Blick auf die nackten Zahlen, ne, und egal welche Statistik Sie ranziehen und auf die Deutschlandkarte gucken, sehen Sie immer noch die alte Grenze. So, und das ist, das können wir schlicht und ergreifend nicht ignorieren. Auch als Zeitung können wir das nicht ignorieren. Und wenn ich nach München komme und mehrere Redakteure mir sagen, sie besitzen Häuser in Chemnitz, Leipzig, wie auch immer, wissen Sie, das ist so, das stelle ich dann erstmal fest. Dann überlege ich, ja, wie viele meiner Freunde haben eigentlich eine Eigentumswohnung oder so. Und dann fange ich schon an, drüber nachzudenken. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Und zu Ihrem dritten, also über diese noch bestehenden Ungerechtigkeiten einfach, über das, dass wir 40 Stunden arbeiten, die anderen nur 38, über unterschiedliche Rente, dass wir deutlich vielleicht die erste Generation sind, die wieder was erben. Ja? Also das sind so Sachen, da werden wir die nächsten 10 Jahre noch drüber reden, die nächsten 20 wahrscheinlich noch. Und wenn Sie sagen, es ist in Ordnung, wenn man aus Westredaktionen nach Chemnitz fährt, das kann man sicherlich machen. Aber ich würde Sie bitten, Sie sind ja hier Studierende und so weiter, schauen Sie sich mal die Texte an. Da gibt es Unterschiede. Es gibt Unterschiede, ob man so eine Art Fallschirmjournalismus macht, dann abspringt. Ich sag mal so, ich habe 5 Jahre in Chemnitz auch gewohnt. Und ich bilde mir ein, dass es sehr wohl einen Unterschied macht. Man weiß genau, zu wem man geht. Man weiß genau, dass man zu Uwe Tschuballa ins Shalom gehen muss, weil der einiges durch hat in seinem jüdischen Restaurant. Also Verwurzelung vor Ort, zu wissen, welche Sprache die Leute sprechen, das ist etwas, das kann man nicht vernachlässigen. Also deswegen ist Lokaljournalismus auch so wichtig.
Und das ist ja nicht nur ein Punkt, der in die Richtung wirkt, sondern er wird dann auch akzeptierter, richtig, wenn er eben diese Dinge so abbildet, wie die Leute sie auch tatsächlich wahrnehmen. Also es ist ja nicht nur, dass ich als Journalist die geileren Geschichten kriege, wenn ich mich dort ein bisschen auskenne und weiß, wen ich fragen muss oder wo ich hingucken muss, sondern die Geschichten, die dann laufen, werden natürlich auch eher akzeptiert, weil sie eben von jemandem geschrieben wurden, der nicht helikoptermäßig reingeflogen ist, sich das alles angeguckt hat und beim nächsten Ding wieder draußen ist. Also ich bin mal weg von dem politischen Bereich vielleicht. Niemand würde auf die Idee kommen, einen Reiseführer zu schreiben, indem er mal ein Wochenende nach London fährt und dann anschließend den Anspruch erhebt, da hat er die Hotspots gefunden, sondern das macht man mit Leuten, die sie vor Ort kennen. Und so muss das natürlich auch im Lokaljournalismus sein, meiner Meinung nach. Und deswegen halte ich eben diese Verknappung, die aus wirtschaftlichen Notwendigkeiten entsteht, für eine fatale Entwicklung. Also wir sind ja eben keine Kameradrohnen, ne, die irgendwo hingehen und völlig neutral Informationen aufnehmen. Das gibt es ja nicht. Und gerade im Vorfeld der Wahlen in Ostdeutschland konnte man es überall sehen. Redakteurinnen aus Berlin, die eben einfach mal für einen Tag nach Görlitz gefahren sind, weil eben da der Oberbürgermeister, der erste Oberbürgermeister von der AfD irgendwie vielleicht bald... Also sie sind dann wirklich eine Stunde rumgerannt und haben den letzten Zug wieder zurückgenommen, haben wahllos Leute angesprochen. Also das ist dann auch so eine Art von Zufallsjournalismus. Ich glaube einfach nicht, dass das einen Mehrwert hat. Ja, und da kann halt auch nicht so ein Vertrauensverhältnis zwischen dem, der berichtet und der über den berichtet wird zum Beispiel, entstehen. Das ist ja auch ganz wichtig. Also im politischen Betrieb ist das ja relativ essentiell. Wenn ich ein Anliegen habe, worüber ich sozusagen, was ich in die Öffentlichkeit tragen möchte, da ist es hilfreich, wenn ich weiß, welche Journalisten ich anrufen kann, mit denen ich das diskutieren kann. Und andersrum ist es für die auch hilfreich, wenn sie mal eine Wasserstandsmeldung von irgendeinem politischen Prozess haben wollen, den man eben nicht so auf dem Markt transportiert, sondern wo man dann halt mal ein Gespräch unter drei macht und die Dinge einsortiert. Und das kann ich nicht, wenn ich den nicht kenne und der mich nicht. Also da braucht man natürlich ein Stück weit auch Vertrauen. Ja, aber das ist ein Mechanismus, der gilt natürlich, ich sag mal, für alle Landtagsabgeordnete in allen Landtagen in den Ländern der Bundesrepublik. Ja. So, also ein Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz, in Mainz, der wird sozusagen zur Mainzer Allgemeinen oder zur Rheinischen Post einen vergleichbaren Kontakt haben und auch brauchen zur Vermittlung seiner politischen... Ja, aber überhaupt erstmal noch eine Redaktion da sein. Natürlich, klar, aber eine Redaktion haben Sie ja. So ist es ja nicht. Es sind ja nicht so, dass es hier keine Redaktion gibt. Ja, ich sagte ja vorhin, 20 Leute, die früher für Bild Leipzig geschrieben haben, da sitzen jetzt noch drei. Ja, ich will da nur noch mal wiederholen, was ich vorhin schon mal kurz gesagt habe. Ich verstehe den Unmut an der Stelle, der sozusagen etwas zu tun hat mit der Vermittlungs- oder auch Wahrnehmungswirkung, die man an der Stelle braucht. Aber das kann man sozusagen nicht alleine setzen, ich sage jetzt mal, auf eine sterbende oder zumindest mal dem Siechtum inzwischen anheimgefallene Medium sondern man muss auch sehen, was da an Neuem wächst und gewachsen ist. So, und das ist ohne Frage das Internet. Und deswegen muss man da auch rein. Und da sind die Zugangsmöglichkeiten auch sehr viel einfacher. Da sind sozusagen die Schwellenangst ist niedriger. So, da funktionieren Dinge sozusagen sehr viel leichter und sehr viel einfacher. Und da entsteht sozusagen auch eine sehr viel buntere und breitere Szenerie. Und wenn man sozusagen auch medienpädagogisch eben einwirkt darauf, dass sich sozusagen die Rezipienten nicht nur in ihren selbstbestätigenden Informationsbubbles aufhalten, sondern diese Breite, die da in diesem Angebot drinsteckt, dann bekommen wir sozusagen eine sehr viel vielschichtigere, breitere und prosperierende Medienlandschaft, auch unter dem Gesichtspunkt der Wahrnehmung regionaler und lokaler Interessen. Darauf müssen wir bauen. Das ist für mich der bessere Lösungsweg, als zu sagen, wir nehmen jetzt ein Leuchtturmmedium, egal was auch immer, und holen jetzt die Zentralredaktion der Bild am Sonntag, holen wir jetzt nach Chemnitz und die Tagesschau holen wir nach Leipzig. Das ist sehr viel weiter weg, sag mal, ich verstehe den Impact und den Impetus, aber das ist sehr viel weiter weg von einer tatsächlich realen Umsetzungsmöglichkeit. Na, ich glaube, also man muss die Forderung auf jeden Fall aufstellen, denn dadurch kommt ja erstmal ein Prozess in Gang. Ja, das ist das, was ich eingangs sagte. Das ist ja überhaupt ein spannendes Feld in diesem Zeitraum. Also als ich das veröffentlicht habe, kam das Interview, das große mit Peter Frey. Diese Studie kam um die Ecke, die NZZ hat viel gemacht, die Zeit hat... quasi parallel über dieses Thema geschrieben. Ja. Also offensichtlich hat es eine gesellschaftliche Relevanz. Und wie gesagt, wiederhole ich mich auch gern, die sind in Leipzig in der Lage, weil sie machen es seit 20 Jahren, sowas zu verantworten. Und jetzt kommt der Politiker um die Ecke, wahrscheinlich würden sie es auch noch günstiger hinkriegen. Damit haben wir in
dieser Art und Weise den Kreis auch in gewisser Weise wieder geschlossen zum Anfang. Ich denke, das ist eine recht erhitzte Diskussion und die geht vielleicht auch hinter oder neben der Bühne noch weiter. Die Zeit ist leider schon um, die verging ja wirklich sehr, sehr schnell. Und ich bedanke mich nochmals ganz herzlich bei Andreas Nowak, bei Thomas Dittrich, bei Josa Mania Schlegel und bei Ulrike Nims. Und ich würde Sie bitten, jetzt einfach sich gerne den Platz hier vorne in der ersten Reihe zu nehmen, denn wir kommen jetzt wirklich schon zur Zielgeraden des Medienforums mit weiter 2019. Aber vielen Dank. Vielen Dank.